Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Trine. Ja, ist mal wieder ein bisschen her, dass ich aufgenommen habe und legen wir mal weiter. Ich habe den Sound nochmal etwas runtergedreht. Ich hoffe, dass jetzt etwas besser ist. Oh, da sollte ich vielleicht nicht rein. Dumme Viecher. Nein, nicht mich rein. War das jetzt klug? Keine Ahnung, ich wollte es haben. Autsch. Nein. Ich wollte doch nur gucken, ob da irgendwo was ist. So, erstmal mache ich halt die Skelette platt. Und dann in aller Ruhe hole ich mir die Erfahrung. So. Ja. It works. So. Jetzt aber. Firebow. Huh? This darkness is unbearable. I've seen wizards light torches with fireballs. Can you? Fireballs? Then they never work. It's a waste of time. I should have known. I can light the torches with fire arrows. I could light the torches too. Und wie macht er das? Ah, okay. Das hat sogar einen kleinen Explosionsteil. Ja, wie war das? Frauen beeindruckend mit Feuerfallen? Ach. Komm du mal. Gar nicht so ineffektiv, das Teil. So, jetzt machen wir hoch und Erfahrung, bald schon wieder ein Level. Oh, ich habe nur beschränkt Feuer. Das hätte mir auch jemand sagen müssen. Ach nee, Mana kostet. Ah. Jetzt sehe ich's. Ja. Shit. Gehen wir mal zu ihm. Setzen das nur zur Sicherheit hin. Wie lang kriege ich eine Planke? Nicht im Ansatz weit genug, aber das sollte finden, wenn ich da runterfalle. Was ich natürlich nicht tue. Bei meiner perfekten Kontrolle. So. Wie zur Hölle macht einfach nur schlagen Sachen an. So, kommt hier noch mehr. Kurz sagt nur der alte Zauberer, der am ehesten mit Feuer arbeiten können sollte, müsste, ist nutzlos. Ich will die Fackel. Danke. So, gehen wir mal für einen Moment zu ihm. Auch getroffen. Nichts geht durch mein Schild durch. Auch keine dummen Fledermäuse. Kommt her. Gut. Da ist nichts zum Festhalten. Getroffen. Gut, dann nehmen wir mal ihn hier.
Nein, du willst dich nicht darunter fallen lassen. Gut, das reicht auch schon. Okay, was seid ihr? Was? Komm, eben hast du das so schön angemacht. Ach ja, Speicherpunkt ist das. Gehen wir da mal hoch und legen das da drauf. Und werden beinahe selbst erschlagen. Okay, dort eine Fackel hin. Dort eine Fackel hin. Los, scroll hoch. Das ist ja wie bei Mario Hex. Wo man auch nichts sieht. Ah, wahrscheinlich. Wow, wow, wow. Wo man auch nichts sieht. Ja, genau, das wollte ich sagen. Naja, bleiben wir wie. Hohoho. Gut. Gehen wir das mal dahin. Sogar direkt so aus dem Handgelenk getroffen. Sehr schön. Und gehen wir zu ihm. Und nehmen wir das Teil mal mit. Gut. Ich muss diesen Sprung besser hinbekommen. Wow, wow, wow. Gut, Level up. Sonst sehe ich hier nichts mehr, dann springen wir doch hier rüber. Sehr gut. Die Taste. Wo sind wir denn? Ach ja, da. Ich habe 2 Punkte zur Verfügung, damit kann ich weder das eine noch das andere ausbauen. Das war hier die nächste Stufe. 4. Und hier vermutlich auch 4. Ein bisschen schneller könnt ihr anfangen zu scrollen. Jo. Gut, bei ihr 2-2. Achso, das ist schon Next Level. Was ist hier Next Level? 3 Pfeile? Yay! Das ist manchmal schwer. Na gut, hier kann ich nichts. Feuer oder... mehr Fire Damage. Ich glaube, ich gehe zu den 3, weil die kein Mana kosten. Das ist eigentlich eine recht coole Fähigkeit. Bald kann ich den Himmel verdunkeln mit meinen Pfeilen. Schon gar nicht schlecht, inzwischen echtes Maschinengewehr. Kann ich mir richtig gut vorstellen, wie sie da auf diesen... Kisten? Särgen? Ja, Särgen sind's. Steht. Die untoten Horden aus allen Richtungen kommt und einfach nur ein Pfeilhagel in alle Richtungen. Ist cool. Das krieg ich doch sicher kaputt geschoben. Nein, also doch. Rüber. Jo, bleiben wir bei ihm. Fail. Ah, da ist eine Fackel.
Gut. Bleiben wir bei ihm. Gut. Gehen wir erstmal weiter und gucken, was hier ist. Und gucken jetzt, was da unten ist. So, kommt hier noch mehr? Nein. Ja. Bleib weg. Sehr schön. Noch mehr und das war's hier. Dann gehe ich halt den langsamen Weg hoch. Und was klopft hier so? Und der nächste Speicherpunkt. Ich habe auch gar nicht auf die Uhr geguckt. Muss ich halt nachher wieder cutten. Sehr schön. Und ich brauche wieder Feuer. Einmal da und einmal da. Irgendwas ist doch hier unten. Ach, da oben. So leicht entkommst du mir nicht. Hä? Ich will dazwischen träufeln. Gott, was für Probleme. Hä? Komm, das schaffe ich. Danke. Da oben kann ich mich nicht festhalten. Also. Ja. Wie mache ich das jetzt am sinnvollsten, darüber zu kommen? Hält sogar. Cool. Ich hatte mir sowas schon halbwegs gedacht, weil dort ja auch die Planke auflag. Schadenfreude ist doch die schönste Freude. Oh. Okay. Nein, nein, nein. Dieses wackelnde, springende Teil wirft dann immer um. Ja. Kommt nur her, ich warte hier auf euch alle. Ein, zwei Knochenmehl. Ist das alles, was ihr könnt? Kommt nur her, schneller! Oh Gott, es geht ja mit ihr schneller. So, alles platt. Oh, da kann ich mich gar nicht festhalten. Interessant. Ups.
irgendwo. Feuer. Pfeilen und mich mitschlagen und. Krieger an die Waffen. Ach komm, wie viel kommen denn noch? Sind doch alle nur Schwertfutter. Kanonen gibt's ja irgendwie noch nicht. So, war's das? Ne, irgendwo ist immer noch Krakeelen. Auch wenn es so aussieht, ich krieg keinen Schaden durch die Wand. Darum kann mir das egal sein, was der gerade da macht. Jetzt kann es mir nicht mehr egal sein. Hallo? Ach, die machen... Die schießen das Teil die ganze Zeit kaputt. Okay. Ich wollte es nett machen. Aber ihr habt mir keine Wahl gelassen. Gut. Och, das waren immer noch nicht alle... Kommt wieder, wenn ihr eine Gefahr seid oder so. Ich hab's dann nochmal spawnen. Ich will auch keine Erfahrung liegen lassen. So, was ist das jetzt? Ich wüsste gerne, was da unten ist. Und was macht hier so erdbebenmäßig? Hallo? Mach das Teil nicht an. Nein, so komme ich in den Tod. Das ist schon mal gut zu wissen. Guck ich mal. Ah, da vorne ist ein Speicherpunkt. Gut, den aktiviere ich mal lieber vorher. Und jetzt kann ich mir überlegen, wie komme ich da ran? So komme ich da dran. Ja, da scheint es keinen geheimen Weg wieder rauszukommen, also... Wow, ich bin sogar wieder rausgekommen. Ich hatte eigentlich fest damit gerechnet, dass ich beim Versuch sterbe. Ah. Erstmal wieder zurück. Jetzt mache ich als allererstes das Teil an. Jetzt bräuchte ich den Magier und ich muss das hier wieder dahinter einklemmen. Jetzt kann ich dann nicht auch von unten dran kommen. So, bevor ich die... Shit. Bevor ich die andere Seite jetzt da festhänge, muss ich mich da jetzt drunter schwingen. Ich hatte zwar nicht gedacht, dass es durch die Planken da so durchgeht, aber man beschwert sich ja nicht. Oh, da ist eine Chest. Danke für die Einblendung, Spiel. Sonst hätte ich die doch nie gesehen. Sword and Shield, Bracer. Oh, Shots Hitting Arms, Ja, lass ich bei ihm. Ja, mehr kann ich da auch nicht machen. So, jetzt irgendwie wieder hier rauskommen. Egal. Ist also so schneller so. Und ich habe ja zum Glück Wegwerf-Helden. Da oben drauf sehe ich nichts.
Also, weiter geht's. Das könnte es auch fast gewesen sein, so wie das hier am Ende aussieht. Hm. Eine nette Kammer. Bosskampf? Was bist du? Autsch! Ich vermute einfach mal, dein Rücken ist eine Schwachstelle. Zum Glück kann sie so gut springen. Zwischen... We're close to the dungeons. This is the way to the castle. Ha! The castle must have food. On to the castle. Klappe zu, du bist tot. Ah. Wieso müssen die auch immer reden, wenn ich reden will? Ah, das sieht mal wieder cool aus. Ich habe da noch was gesehen. Ich hoffe, das kann ich auch wieder hochziehen, weil unter mir ziemlich genau ist Erfahrung. Nein, ich kann es nicht nochmal ziehen. Ach, das ist gemein. Ich will es wieder hochziehen. Zauber's hoch. Schätz mal. Die Erfahrung kann ich nicht mehr bekommen. Nein. So ein Mist. Naja, egal. Auf zum Castle. Forsaken Dungeons. Entered the castle through the dungeons. The knight thought back to his childhood days and the excitement the dark corridors had provided back when the spiders were small. And the bones were piled neatly in the corners.